Guten Abend. Plus und Minus zieht sich an. Peng. Mhm. So. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Heute hier in der Mensa im Rahmen der Studententage präsentieren wir das Prolesterat, Malte und ich, Tim, die 9. Kabarettnacht 2015. Wir sind natürlich nur ein Teil des Prolesterats, also nicht, dass ihr jetzt schockiert seid und denkt, irgendwie stimmt da was nicht. Nee, das ist jetzt nur hier die Moderation. Wir wollen euch keine Angst einjagen, wenn plötzlich ein paar mehr Leute hier auf der Bühne stehen. Ne? Und es kann nur noch besser werden, wenn wir runtergehen. Genau. Wir fangen jetzt an mit dem Chemnitzer Kabarettisten Martin Berke. Wir haben einen kleinen Denkanstoß von ihm bekommen, den er auch auf seinen Gärtchen draußen geschrieben hat. Da pochte Miets vom Boom. Ich kann kein Sächsisch, aber er wird auf jeden Fall die erste Unterhaltung bieten. Danach kommen dann Duo Mux. Genau. Aus Leipzig. Genau, und als drittes dann der Thomas Paul Schipanski. Okay. So. Also, wir wünschen jetzt viel Spaß mit Martin Berke. Ist warm. Ist nicht schön. Ist wirklich nicht schön. Aber danke für die schöne Moderation. Paul. Da kannst du mal eine Scheibe abschneiden, du. Ja, ich mache das ja sonst eigentlich nicht. Ich bin ja eigentlich kein Solospieler. Ich mache das sonst immer im Ensemble. Deswegen spiele ich heute eine Zusammenstellung der Solos, die ich sonst im Ensemble spiele. Da bin ich auch ein bisschen aufgeregt, gebe ich auch gerne zu. Deswegen, ihr seht es mir nach, ich habe mir eine kleine To-Do-Liste gemacht, damit ich da auch nichts vergesse. Damit auch alles dabei ist. Ne? Ja, Solo Magdeburg, schön. Ja. Okay. Ablauf haben wir auch da. To-Do-Liste, sehr schön. Wo habe ich denn? Ach, da ist mein Stift. So. Ja, als ich hergefahren bin, bin ich natürlich so einem, was jetzt zu dieser Jahreszeit sehr viel Spaß macht, so einem Trupp Junggesellen in Abschiedsfrauen begegnet. Aber die waren total, also was ich sehr schön fand, ich musste keinen Schweinkram machen, ich musste auch nicht irgendwelchen TINF bezahlen, ich durfte auf ihr ein kleines Herz ausmalen. Die hatte so ein Shirt an und da durfte man so kleine weiße Herzen ausmalen und da durfte man sich aussuchen, wo. Fand ich schön. Und dann hat die auch noch mein Fenster geputzt im Zug, also das fand ich total klasse, hat mir richtig gut gefallen. Also das schon mal als sehr schönes Erlebnis, hier nach Magdeburg zu kommen. Das andere ist dann, hat mit der Bahn alles geklappt, das Einzige, was nervt, das ist die Hitze. Vor 2 Jahren war ich hier, da war hier Flut. Jetzt kommt das Wasser auch wieder von oben, aber es ist nicht mehr schön. Aber was ich total faszinierend fand, da fährt man, wie heißt das, Magdeburg, Herrenkrug, da fährt man so durch und ich habe das, wie gesagt, vor 2 Jahren schon gesehen und da siehst du das, schaust dich um und denkst, wenn du das so im Trockenen immer siehst, Mensch, da ist eine Stadt drunter. Wahnsinn, das denkt man gar nicht, wenn man das so sieht. Wirklich alles landunter letztens. Naja, wie gesagt, Magdeburg, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, was gibt es so für News zu Magdeburg? Das ist jetzt ein kurzer Part. Naja, ich habe so gelesen, also der Handballclub, der kriegt eine Wildcard für die Champions League. Geil. Ist ja wirklich einen breiten Sport. Und der, wie heißt der? FCM heißt der? Ja, dritte Liga? Ja. Da laufen wir uns bald über den Weg, Freunde. Ja. Gibt's Dresche im CFC-Stadion, herrlich. Nee. Aber ich hab's mal ein bisschen verfolgt, es ist wirklich schön, weil Magdeburg hat tatsächlich so ein bisschen so Ähnlichkeiten mit Chemnitz. Ist tatsächlich so. Wir bauen auch ein Stadion für die zweite Liga gerade. Und sind in der dritten, wären fast in die vierte gekracht und bei euch, ich glaube, ihr habt das Stadion auch neu gebaut vor ein paar Jahren, schon ein bisschen länger her, ne? Also mitbekommen und ist im Grunde die gleiche Situation. Finde ich total faszinierend, finde ich richtig schön. So.
Was ist noch passiert in Magdeburg? Ballons sind bei euch in Wohnsiedlungen gelandet. Ich habe dann so gedacht, wenn das jetzt passiert wäre, so 20 Kilometer vor Magdeburg, also quasi in der Prärie, dann wäre das ja sowas wie ein Ballonabsturz in der Wüste. Und das ist ja von Roswell dann gar nicht mehr so weit entfernt. Vielleicht wäre dann Magdeburg auch so eine Pilgerstätte geworden für UFO-Gläubige. Hätte ich mir gut vorstellen können. So, das wäre es jetzt zu Magdeburg. Also kann ich jetzt auf meiner To-Do-Liste Interesse heucheln abhaken. Sehr schön. Magdeburg begrüßen ist auch schön. Und ja, meine Damen und Herren, da würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Und darf ich Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zum jährlichen Clubtreffen deutscher Waffenhändler. Das ist wunderbar, dass Sie heute alle da sind. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, es ist herrlich. Und wir sind so viele. Wir sind so viele. Ich würde sagen, wir machen nachher einfach mal ein richtig schönes Gruppenfoto draußen vorm Panzer. Den habe ich zufällig mit. Bietet sich an, ja. Und Mensch, ist das schön, Sie zu sehen. Ist das schön. Das ist ja so lange her. Und waren Sie in Libyen? Mensch, in Libyen. Es ist so ein schönes Land. So ein schönes, was? Gleich mit der Frachtmaschine runter. Oh, ist sie gleich mit der Ware mitgeflogen. Das ist ein Fuchs. Ja? Mensch, hat es drauf, ja. Nochmal Entschuldigung für die Verspätung. Den Panzer habe ich ja nur gerade dabei. Ich hatte gerade Probefahrt im neuen Leopard 2A7 Plus. Ein geiles Teil. Der geht ja erst noch in Dienst, bevor der Leo 3 kommt. Ne? Oh, herrlich. Diese 80 Tonnen. Wenn die erstmal so richtig ins Rollen kommen, bleibt kein Auge trocken. Ja? Gut, bei meiner Körpergröße, also für mich ist der jetzt schon ein bisschen eng. Oh, ich sag mal so, enger wird's nur für den, der davor steht. Ah? Dann müssen Sie jetzt nicht gleich feuchte Äuglein kriegen. Den könnten wir zwei, Herr Kollege, uns ja nicht mal vor die Haustür stellen, wenn wir da ein ganzes Jahresgehalt hinlegen würden. 3,5 Millionen kostet ein Ding. 3,5 Millionen. Und ein paar zerquetschte. Ja? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Mein Name ist Drescher von Ex-Exporte und ich begrüße auch insbesondere unsere Neuzugänge zum jährlichen Clubtreffen deutscher Waffenhändler. Das Motto heute ist ja auch klar, Krieg heißt Demokratieexport. Bitte was, Herr Kollege? Ich verstehe Sie schlecht. Was? Saudi-Arabien? Ja, Saudi-Arabien. Ja, ja, ja. Das ist saudumm gelaufen. Das ist richtig, ja. Es konnte ja jetzt keiner ahnen, dass der Gabriel uns da einfach diese Panzersperre reinhaut, ne? Und das verweigern will, dass wir den Saudis die 800 Panzer liefern. Also damit hatte wirklich keiner gerechnet. Ne? Aber wir haben ja mit denen eine Verpflichtung eingegangen. Also das ist bloß ein temporary setback. Das kriegen wir schon in den Griff. Ja, ja. Die Panzer liefern wir denen, natürlich. Ja. Der Gabriel, na ja, macht sich da ein bisschen wichtig. Wenn der wieder mal eine Unterschrift verweigern will, da heißt es einfach, hey, Sigmar, noch so ein Ding. Uns gibt Diät. Ja? Außerdem, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass er so ein bisschen laut gepoltert hat, ja, mit den Panzern. Da hat das mit den U-Booten keiner gemerkt. Ey, das ist super. Das ist wirklich super. Herr Kollege, schauen Sie mich doch nicht so fragend an. Das sind doch die 6 U-Boote, die Ihre Firma ThyssenKrupp Marine Systems gebaut hat, damit wir sie an die Israelis verkaufen. Ja? Haben Sie es gehört? Verkaufen. Verkaufen, das ist aber eine ganz neue Qualität. Ich meine, die Zeiten sind ja Gott sei Dank lange vorbei, indem wir den Israelis unser Kriegsmaterial einfach so geschenkt haben. Ne? Also, würde man sagen, da können die Israelis auch gerne mal dafür bezahlen, wenn sie jetzt unbedingt koscher Falafel im Gazastreifen haben wollen. Ne? Herr Kollege? Ich bitte Sie, Herr Kollege, was ist denn das für eine Frage? Natürlich diskret. Diskretion in unserem Beruf ist das oberste Gebot. Wäre auch ein bisschen seltsam, wenn das rauskommt, dass wir beide Seiten beliefern, ne? Ich meine, die Saudis und die Israelis, die sind seit 70 Jahren im offenen, erklärten Kriegszustand. Und keine von den Nasen hat es mal mitbekommen, wo die Knarren eigentlich herkommen. Die würden aber nicht schlecht gucken, wenn sie mitkriegen, dass die Nazis jetzt die Juden und die Islamisten beliefern. Ja, aber hey, das ist eine gute deutsche Tradition, ne? Was? Auch jetzt quaken Sie doch nicht ständig dazwischen, Herr Kollege. Ja, die Schnellboote an die Saudis, die liefern wir auch noch. Ja, das machen wir. Haben wir auch mit denen den gültigen Vertrag. Ja, die 200 Stück, die werden wir schon liefern. Ich meine, dass wir das jetzt noch nicht gemacht haben, auch das ist bloß ein temporary setback, aber ein freiwillig gewähltes.
Ja? Das haben wir gemacht, um ein bisschen Ruhe in die Sache zu kriegen, damit die Pazifisten auch mal ein bisschen die Fresse halten. Und diese Pazis, die werden wir schon noch fisten. Ja, ja, ich meine, den Vertrag müssen wir auch einhalten, haben wir gar keine Wahl. Die Saudis brauchen die Dinger doch. Die Saudis brauchen diese Boote, das ist ganz, ganz wichtig. Die brauchen das zum Sichern ihrer Öltransportwege und zur Flüchtlingsvermeidung. Ja? Und das ist doch eine gute Sache. Das ist eine gute Sache und da muss man auch einfach mal unsere Politiker wieder ins richtige Denken bringen. Ne? Ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Bin ja auch schon mal mit den Kollegen von Rheinmetall da mal ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen, ob wir das nicht wieder mit einer kleinen Parteispende regeln wollen. Herr Kollege, jetzt nervt es ein bisschen. Ihr könnt doch nicht alles nachfragen. Sind Sie neu in dem Geschäft? Sie wissen das doch. Rheinmetall ist doch Mitglied im Verband der Elektro- und Metallindustrie Nordrhein-Westfalen. Ja. Und da gibt Rheinmetall dem Verband das Geld, ja, und dann spendet der Verband und dann steht auch der Verband auf der Spendenquittung und nicht Rheinmetall. Ja. Alles gut, alle sind zufrieden. Ja. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Und wenn wir das nicht so rum abgewickelt haben, ich meine, das machen wir seit 14 Jahren, dann haben wir das über Daimler abgewickelt. Ja. Und ja, Kollege, wir beide fahren den doch nicht ohne Grund. Ja. Das? Naja, also das... Diese ganze Diskussion jetzt mit dem Waffenexport, das würde ich gar nicht so hochhängen. Das können Sie eigentlich ignorieren. Ich meine, dass wir jetzt Waffen an die Kurden im Irak, also das ist, ich finde das eigentlich eine Win-Win-Situation. Ist doch ganz positiv. Ist doch gut für uns. Schauen Sie doch mal. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel auch das G36 dahin liefern, das zielt ja nicht so gut. Das heißt, die kaufen auch mehr Munition nach. Das kurbelt doch die Produktion an. Und das bringt uns dann hier wieder Arbeitsplätze. Also das ist doch eine saubere Sache. Ja. Und was jetzt irgendwelche Beschlüsse seitens der Regierung angeht, das können Sie getrost ignorieren. Da darf ich Sie beruhigen. Wir regulieren den Markt. Ja. Und dieser Markt, der bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage. Und das haben wir beides in der Hand. Ich kann doch einfach mal sagen, der Islam ist dahingehend nicht nur ein Teil von Deutschland. Der Islam, er ist auch gut für Deutschland. Für die deutsche Wirtschaft. Auf alle Fälle. Ja. Ich meine, was so eine Regierungskoalition angeht, mein Gott, was unter Schwarz-Gelb ging, das geht auch unter Schwarz-Rot. Sind doch bloß Farben. Ich meine, die haben schließlich auch genau dieselben Exportrichtlinien wie schon früher, einfach übernommen. Oder wie wir ja gern sagen, die Hinrichtlinien. Ja, nein, Herr Kollege, da muss man auch einfach mal ganz unbefangen rangehen. Da muss man mal ehrlich mit umgehen. Habe ich auch den Jungs und Mädels so im Bundessicherheitsrat gesagt. Ich habe gesagt, passt mal auf, wenn ihr jetzt anfangt, sowas wie moralische Bedenken zu entwickeln, das seid ihr hier einfach mal an der falschen Adresse. Das seid ihr hier einfach an der falschen Adresse, aber das ist gar nicht schlimm. Wir leisten da gern ein bisschen Entscheidungshilfe, also vielleicht für einen neuen Job. Wir hätten da auch die entsprechenden Informationen über jeden. Ich sage jetzt mal nur, Edati. Wir sind doch ordentliche Steuerzahler. Ich meine, schließlich müssen unsere Pflegeheime, unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, die müssen ja auch bezuschusst werden. Ja, ich meine, wir finanzieren unsere Kindergartenplätze dadurch, dass wir anderen Ländern die Möglichkeit geben, ihre überbordende Population abzubauen. Also sozusagen reziproke Geburtenkontrolle. Und das sind ja auch solche Themen wie Unterernährung ganz schnell gegessen. Ne? Ja, da muss man Entscheidungen treffen. Da muss man einfach mal Entscheidungen treffen. Da geht es dann letzten Endes darum, hält man einen gültigen Handelsvertrag ein oder beteiligt man sich an Sanktionen? Sichert man Arbeitsplätze oder beteiligt man sich an Sanktionen gegen den Wladimir? Da muss man auch einfach mal sagen, da wird der Gabriel die richtige Entscheidung treffen. Schließlich ist er Sozialdemokrat. Und auch der Sozialdemokratie sind Arbeitsplätze wichtig. Muss man ganz einfach mal sagen. Und irgendwann, da ändern wir mit dem Gabriel auch die Gesetze im Inland. Und da werden wir dann auch irgendwann Panzer zur Innenstadtbefriedung einsetzen. Wenn so ein Leopard dafür eingesetzt wird, ich meine, wo der hinlangt, ne? Also vergelt's Gott, aber mit 50er Kaliber, ne? Was? Ja, natürlich, Herr Kollege. Natürlich ist das manchmal auch eine schmutzige Angelegenheit. Aber wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Muss man auch mal festhalten. Ne? Und was der Firma Colt passiert ist, dass die jetzt pleite gehen, tja, die haben sich nicht auf den Markt eingelassen. Als Händler für sicherheitsrelevante Güter
Da muss man flexibel sein. Ich meine, wir haben schließlich keine Bestandskunden, nicht wahr? Ja, so viel. Ist schön, so eine To-Do-Liste. Jetzt kann ich ja gleich bösen Text untergebracht. Sehr schön. Gut. Ja, man stellt sich aber trotzdem die Frage, gibt es solche Gestalten? Ich glaube, ja. Ich glaube, die gibt es tatsächlich. Solche Leute wird es wahrscheinlich geben, die auch genauso argumentieren. Aber stelle ich mir aber die Frage, wer liefert denen noch die Argumente? Wer liefert solchen Leuten die Argumente? Und da habe ich auch eine innere Überzeugung. Ich glaube, ich weiß auch, wer sowas macht. Bedarf jetzt ein bisschen Vorbereitung. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich total freue, jetzt bei der Wärme. So. Ach, Mensch. Herr Kollege? Ja? Ja, ich bin jetzt da, bin in Magdeburg. Ja? Na, ich würde sagen, hier machen wir das. Also Platz wäre da. Hören Sie doch, halt doch. Ja. Nee, hier ziehen wir die Leitung durch, bis zum Rathaus. Ja. Ja, so machen wir das, Herr Kollege. Alles klar. Ja, ja, danke. Ihnen auch noch schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Arschloch. Mann, 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 Mann. So, jetzt muss ich mal gucken, hier geht denn das F? Ja, so genau. Der Technik, oder? Ja. Mal bitte halten. Mal ein Stück vorkommen, bitte. Danke. Sie können es ruhig mal an die Kante halten, danke. Ja, ein ja, bisschen ran. Sagen Sie mal. Ja, das sind 33. Können loslassen, danke schön. Danke. Mann, 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 Mann. Oh. Sagen Sie mal. Nein, Sie sind ja alt genug. Sie. Sie sind alt genug. Würden Sie mir das mal unterschreiben, damit ich heute Abend auch da war? Heike, wenn du das jetzt wirklich unterschreibst, dann schmeißt du mir die Nummer. Es ist kein Verlass mehr aufs Publikum, mal ganz ehrlich. Also pass mal auf, Heike, ich frage dich jetzt nochmal. Und dann verneinst du bitte. Heike! Nee, also wie? Sie, Heiko, würden Sie mir das mal unterschreiben, damit ich auch da war? Nein! Sagen Sie mal, da sind Sie wohl gar nicht zeichnungsberechtigt. Hm, ja, typisch. Aufs Publikum ist kein Verlass mehr. Naja, gut. Aber sagen Sie mal, wenn Sie und die junge Dame nicht zeichnungsberechtigt sind, da habe ich die Vermutung, Sie sind nicht informiert. Das heißt, hier ist keiner informiert. Sagen Sie mal, meine Damen und Herren, haben Sie das Schild nicht gesehen? Da haben die das nicht aufgehangen. Ey, da haben die das wieder nicht aufgehangen. Ich hab's denen gesagt. Ich hab gesagt, Tim, Malte, Schild dran. Aber, gut. Gut. Ja, wer da jetzt Schuld hat, ist egal. Gut, dann mache ich das jetzt. Es ist ja zwischen Tür und Angel, aber, meine Damen und Herren, Sie dürfen sich jetzt freuen. Magdeburg. Also, meine Damen und Herren, Sie dürfen sich jetzt freuen. Jawohl! Ja, ja. Aber, Gott, sind Sie einfach zu begeistern. Also, danke. Aber warum dürfen Sie sich freuen? Ganz einfach. Auch Magdeburg ist jetzt endlich angeschlossen. Also, verarschen kann ich mich alleine. Nee. Magdeburg ist jetzt endlich angeschlossen. Und woran? Ans Netz der Zukunft. Also ans Rohrnetz. Ihr sagt mal, ihr habt nichts mitbekommen, ne? Das ist eine ganz neue Sache. Das ist eine ganz neue Sache. Die Bundesregierung hat zusammen mit der Stadt Magdeburg beschlossen, dass hier in Magdeburg eine neue Zuleitung samt Vorfilterstation für den Lokus der öffentlichen Meinung installiert werden soll. Und das wird ein Riesending, das wird ein Riesending. Ich meine, wenn der Durchmesser erstmal groß genug ist, da passt da auch mehr Dünnes durch. Ja, und das heißt dann für euch hier, wenn irgendwo in der Republik
ein Skandal auftritt, dann erfahrt ihr das als Erste. Verdünnt. Ihr habt es noch nicht so ganz geschnackelt, ne? Okay, anders. Das ist eigentlich ist es wie beim Auto. In einem Auto ist das vorne, ist es ja in dem Motor, das ist ja unwahrscheinlich laut eigentlich. Aber auch da wird es schon ein bisschen gedämpft, ja. Und dann geht das durch einen Filter, durch einen Krümmer, durch einen Schalldämpfer, Nachschalldämpfer und dann geht es hinten wieder raus. Und dann hört man es ja eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen bin ich heute Abend hier. Ich bin Sanitärakustiker. Ja, die Reaktion kenne ich. Ja, das kenne ich schon. Das ist ein ganz, ganz seltener Ausbildungsberuf. Ja. Ich arbeite für ein Fremdscheißunternehmen. Wir haben unseren Sitz am Titicacasee. Ja, unser Maskottchen ist ein Makake. Und wir haben zwei Außenstellen, eine in Darmstadt und eine in Pforzheim, jawohl. Und was ich da mache für diese Firma heißt übrigens DBA, bitte nicht verwechseln mit der DPA, weil DPA, die machen es hart, DBA, wir machen es weich. Das DBA steht für Deutsche Beschwichtigungsagentur. Was ich mit meinen Kollegen dort mache, wir filtern gesprochene Schadstoffe bereits während ihrer Absonderung auf ein harmloses Niveau herab. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Also, wenn es etwa aus dem Bundeskanzleramt mal den Satz geben sollte, können die nicht mal die Fresse halten und meine Entscheidung akzeptieren? Also wenn nicht, dann mache ich denen hier die Krim 2.0. Das nehmen wir und filtern das und da machen wir dann sowas draus wie, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, das müssen wir jetzt akzeptieren, das ist alternativlos. Ja, so funktioniert das, ja. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich diesen Job wahnsinnig gern mache. Also das ist so ein klasse Job. Manche würden sagen, es ist ein Scheißjob, aber nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt wirklich nicht. Ich mache das wahnsinnig gern. Es ist so entspannt, ja. Gerade mit der aktuellen Regierung, die haben wir jetzt seit über einem Jahr als Auftraggeber, da ist schon so viel Dünnes dabei, das musst du kaum noch filtern. Das ist wirklich klasse. Ja. Gut, manchmal kommt es auch vor, dass wir natürlich was filtern müssen. Das war zum Beispiel der Kauder. Der Kauder, das habt ihr doch bestimmt mitbekommen, der Kauder hat doch Anfang diesen Jahres groß und breit verkündet, die schwarze Null steht. Da haben wir ganz viele ganz komisch reagiert und gesagt, kann der wieder laufen? Aber ich weiß, der ist gemeint. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Nee. Und der Kauder hatte ja was ganz anderes gemeint. Der hat ja die fiskalische schwarze Null gemeint. Nee? Und das hat er mal mit Inbrunst verkündet, dass Deutschland sich nicht weiter neu verschulden würde. Und warum konnte der das verkünden? Weil wir dem das vorgefiltert haben. Ja. Der Kauder, der kam nämlich ursprünglich zu uns und hat gesagt, passt mal auf Jungs, wir müssen ja irgendwie Einnahmen generieren. Und da haben wir uns überlegt, wie filtern wir denn das am besten? Ne? Wie machen wir das denn? Wir brauchen Einnahmen. Da haben wir uns überlegt, wir erhöhen die Liegegebühren auf dem Friedhof. Mein Deutschland überaltert, da kommt was zusammen. Ja? Und das müsstet ihr uns mal zurechtfiltern, dass wir das den Leuten so ein bisschen... Und das haben wir auch gemacht. Ha? Liegegebühren auf dem Friedhof. Und was haben wir draus gemacht? Passt mal auf. Wir wollen zeigen, wie eine Gesellschaft mit geringerer Bevölkerungszahl und einem höheren Anteil älterer Menschen dennoch eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten kann. Ist das ein geiler Satz oder was? Ha? Der steht direkt so im Koalitionsvertrag. Das könnt ihr nachlesen. Bin ich auch ein bisschen stolz vor meine Idee. Ha? Wobei... Es ist auch nicht immer so chillig. Na klar, das mit dem Kauder, das ist Idealfall. Ne? Weil unser Auftragsbuch, das ist schon voll. Da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Das ist ganz entspannt. Schöne Sache. Aber das war auch nicht immer so. Das ganze Netz, das ist ja so eine neuzeitliche Sache. Das gab's ja früher noch gar nicht. Kennt ihr zufällig den ollen August, letzten Sachsenkönig? Der hat doch dieses berühmte Zitat rausgehauen. Der hat doch gesagt, ich weiß nicht, ob das hier verständlich ist, mocht doch euren Dreck alleine. Hm? Da war es eben in der Welt. Das konntest du nicht mehr zurücknehmen. Aber mit einem Sanitärakustiker an seiner Seite
Da war das gar nicht erst passiert. Wir hätten das genommen, hätten das gefiltert und hätten also was draus gemacht wie: Meine Damen und Herren, ich habe das Ende meiner Kräfte erreicht. Vielen Dank. Und falls ihr den Satz wiedererkennt, den haben wir dann ja beim Gutenberg recycelt, ne? Ja, herrlich. Aber heute ist die Situation wirklich eine ganz andere. Also früher gab es die Dienstleistung nicht, heute gibt es die Dienstleistung, aber das dafür vorhandene Netz ist total überlastet. Ja, es war für diese Mengen an Dünnem ja nie gedacht. Ja. Dann haben wir Sanitärakustiker, dann haben wir manchmal auch noch die Zuleitung aus dem Ausland, da müssen wir ganz schnell das Ventil zusperren, da schwappt einiges rüber. Ne? Ja, wir sind ja für die innerdeutsche Verdünnung zuständig, ganz wichtig. Ja. Aber bitte, das ist jetzt bitte nicht missverständlich einzuordnen, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, nur weil wir sagen, etwas ist nicht innerhalb unseres Aufgabenbereichs, dass wir da jetzt irgendwie inkompetent wären. Also das nur nicht, wir sind alles andere als Lachs. Also gut, es gibt auch Situationen, wo wir wirklich sagen müssen, wir filtern nicht. Das war zum Beispiel beim Herrn Uhl der Fall. Der Herr Uhl von der CDU, der hat doch gerade zu dieser Frage, ob wir nun Waffen an den Irak schicken, an die Kurden dort, da hat er gesagt, Frieden schaffen mit besseren Waffen. Und da haben wir gesagt, also Leute, das ist ja so tiefbraun, das kriegen wir nicht aufgehellt, das geht technisch nicht. Das ist aber auch so eine Ausnahmesituation. Aber so oft, wie wir schon den Kern aus dem Dreck gezogen haben, also mal ganz ehrlich, das war unser Glanzstück. Kennt ihr noch den Pufalla? Der Pufalla ist ein Begriff, ne? Der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Also bei dem ist der Fahrstuhl nicht mehr bis ganz nach oben gefahren. Aber der Pufalla, das ist doch der dann zur Deutschen Bahn ist. Weil sich gedacht haben, seine geistige Verspätung passt zur Unternehmenskultur. Und der Pofalla, der hatte doch im Kabinett diesen berüchtigten Satz gesprochen und hatte gesagt, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Und da haben wir das so hingebogen, dass das so aussah, als hätte der damit den Bosbach gemeint und nicht, wie in Wirklichkeit, die Dreiknopfleiste des Grauens. Das waren wir und das war wirklich unser Glanzstück. Da bin ich so stolz drauf. Ja. Und da ist es auch egal, da kann auch eine Frau von der Leyen kommen und Milliarden in den Sand setzen und dann einfach sagen, ja, filtert uns das mal und wir machen einfach draus. Och, dann wird es eben einfach teurer. Ja, haben wir so gemacht. Letztens in Tagesthemen hat sie unsere Filterung einwandfrei übernommen. Hat herrlich, ja, da bist du erfüllt in deinem Job, das ist toll. Aber ich, also mal ganz ehrlich, ich überlege auch, machst du das bis zur Rente? Das ist auch eine gesundheitliche Belastung, das muss ich mal sagen. Ja, so verbale Enddarminhaltsstoffe im Innenohr. Ich sitze alle 2 Wochen bei meiner HNO-Ärztin. Die sagt dann schon zu mir, also Herr Berke, mal offenes Wort, das riecht auch einfach. Ist dann nicht so schön. Gibt es auch noch andere belastende Faktoren. Einer dieser Faktoren sind zum Beispiel Dobrindt und Seehofer. Die muss ich beruflich als gesundheitsschädlich einsortieren. Anders geht das nicht. Wenn ich da an die Situation denke, ich meine, Seehofer, regelmäßig zu Wahlkämpfen, zu Bierfestzelten, das ist vollkommen egal, was der Mann macht. Der macht 2 Sätze, da ist eine Leitung dicht bis oben hin. Ja. Und wir müssen die Suppe dann, naja, nicht auslöffeln, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht mehr schön. Ja. Und ganz schlimm war die Pkw-Maut für Ausländer. Also das war nicht mehr feierlich. Da wussten wir nicht, wie wir das filtern sollen. Der haut das raus und wir sind wirklich geliefert. Wir haben Rotz und Wasser geheult. Wir waren runter mit den Nerven und wussten wirklich nicht mehr ein und aus. Das ganze Kollegium wollte geschlossen zurücktreten und hinschmeißen. Und in dem Moment, da passiert das Unwahrscheinliche. In dem Moment, da springt uns der Mutti bei. Das war sächsisch. Ich meine, da hilft uns die Mutti aus der Patsche. Da springt die uns bei. Und was sagt die Mutti? Was sagt die zur Pkw-Maut für Ausländer? Moment. Wir werden auch auf den Wunsch der CSU hin an einer europarechtskonformen Lösung für eine Mitbelastung der nicht inländischen Kraftfahrzeughalter arbeiten, wenn sichergestellt ist, dass kein deutscher Autofahrer stärker belastet wird. Alter, ey. Ey, Alter. Ey, die Mutti.
Ey, da hat die das. Auf ein derart homöopathisches Niveau herabverdünnt. Hat die das drauf, oder was? Ey, die Mutti. Das ist eigentlich doch eine gute. Ja, die tut ja auch nichts. Die will nur spülen. Und soll sie machen? Soll sie machen? Ich weiß nicht, wie sie es macht. Aber alles, was die Mutti absondert, das bleibt irgendwie auch immer alles unterm Scheiß Schwellenwert. Das finde ich total faszinierend. Und da hat die es uns einfach mal so vorgemacht. Ein Wahnsinn. Ein totaler Wahnsinn. Ja. Herrlich. Aber ich meine, ihr merkt schon, der Job ist eigentlich ganz lau. Ja, da gibt es nicht viel Kritisches. Und ich meine, wenn doch mal was Kritisches dabei ist, das schwimmt ja auch oben. Ja, das ist ja das, was Politiker und Scheiße generell gemeinsam haben. Ne? Immer oben auf und immer mit dem Strom. Ja. Aber ich wollte ja eigentlich nur eine Unterschrift. Ich habe mich jetzt wirklich ein bisschen verquatscht. Ich muss ja eigentlich los. Das sieht ganz so aus, als ob der Seehofer heute noch mal eine Rede hält. Danke. Mal kurz zum Mikro. Kann es sein, dass ihr mich jetzt nicht mehr hört? Okay, gut, weil ich höre mich nämlich nicht. So, jetzt haben wir auch, was nämlich, so, ich habe zur Merkel, habe ich Mutti gesagt. Sehr schön, habe ich auch erledigt. Okay, Klatschen in Magdeburg. Okay, wunderbar. Begeisterungsfähigkeit ist auch da. Okay, wunderbar. Aber eigentlich muss man sich immer die Frage stellen, wäre diese Form des Filterns in den Medien, das wäre doch eigentlich irgendwie auch toll, oder? Das würde einem so Sicherheit geben. Man wüsste genau, man wird nur beschissen. Ich finde, ganz im Ernst, ich finde, darin liegt eine große, große Sicherheit. Heutzutage, wir gucken uns ja die Politiker an und was die so von sich geben und wir wissen eben nicht, lügen die gerade oder sagen die gerade die Wahrheit? Da ist es doch irgendwie einfach, gleich zu sagen, die lügen. Ist gut. Ich finde das viel entspannter. Was soll ich mich da noch drüber aufregen? Ich meine, man schaue sich doch mal diese Figuren an. Die heißt doch nicht ohne Grund die Teflon-Kanzlerin. Oder ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn es eine Teflon-Kanzlerin gibt, dann muss es ja auch irgendeinen in der Ministerriege geben, der auch kleben bleibt. Das war zum Beispiel der Maizière, der Thomas. Ja, das ist ein verrückter Hund. Mensch, also sowas von so ein rebellisches Gemüt. Wahnsinn. Ja, der hat sich ja selber mal als Büroklammer bezeichnet. Das trifft es auch irgendwie. Aber das Schlimme ist letzten Endes, was Politiker angeht und was wir als Gesellschaft auch erlauben. Ganz ehrlich, der de Maizière, darüber rege ich mich seit 4 Jahren auf, der hat in einem Spiegel-Interview als Verteidigungsminister damals gesagt, zu der Situation unserer Soldaten in Afghanistan, hat er wirklich gesagt, wortwörtlich, Sterben und Töten gehören dazu. Und das müssen wir als Gesellschaft akzeptieren und bejahen. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ein Minister, der sowas sagen kann, ohne dass über ihm ein Shitstorm der Entrüstung losbricht und ohne dass der in Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt wird, wenn da nicht sowas Entsprechendes passiert, da kann man einfach nur sagen, eine Gesellschaft wie unsere hat ihn dann offensichtlich auch verdient. Anders kann ich es wirklich nicht sagen, weil das hat mich wirklich herb enttäuscht. Und diese ganze Geschichte mit Afghanistan, ich finde es auch fürchterlich. Ich meine, das habt ihr auch alles mitbekommen, diese Affäre um den de Maizière damals, ja, der von der Leyen vermacht hat, der zweite Mutti des Staates. Ist euch das mal aufgefallen, dass die bessere Ministerin ist? Für diesen Job auf alle Fälle. Wie viele Kinder hat die? 7, ne? Oder? Die hat 7 Kinder. Und deswegen ist die auch einfach mal für die Bundeswehr besser geeignet. Weil wie viele Köpfe hatte die Medusa? Also da gibt es eine Schnittmenge. Auf alle Fälle von der Qualität, da gibt es eine Schnittmenge. Und jetzt hat sie ja wirklich dieses blöde Drohnenproblem, das ist ja nur erledigt. Aber was ich so schlimm fand ist, da regt sich im Grunde keiner drüber auf, dass das Ding irgendwie eine 500 Millionen sozusagen in den Sand setzt. Nee, aber also ich meine, Eurohawk, so hieß diese Drohne, Eurohawk. So kannst du doch keine Drohne nennen, die bei der Bundeswehr im Einsatz ist. Das geht doch nicht. Wenn irgendwas in der Bundeswehr im Einsatz ist, dann muss das gefälligst nach irgendwelchen stinkenden Viechern benannt werden.
Mörder, Dachs, Iltis. Ich persönlich warte immer noch auf Erdmännchen und Nacktmull. Wie hätten die das Ding dann genannt? Möwe oder Reiher oder Reiher 2. Was es übrigens gibt, das ist der Mungo. Kennt ihr den Mungo? Der Mungo, das ist ein 10-Mann-Truppentransporter, der ist ungepanzert, wobei, na gut, das stimmt nicht ganz. Also vorne die Fahrerkabine ist gepanzert, damit der Fahrer seine 9 gefallenen Kameraden aus dem Gefecht zurückbringen kann. Und dieser Wagen, der Mungo, das ist ein umgebauter Multicar. Ist kein Scherz, das stimmt tatsächlich. Das heißt also, dass unsere mittlerweile Berufsarmee jahrelang auf Straßenkehrmaschinen durch Afghanistan gejuckelt ist. Und so viel zur Wertschätzung der Bundeswehr in unserer Gesellschaft. Afghanistan, das ist auch so ein Zerrbild immer gewesen. Ich fand es immer so schlimm, was man da wirklich für ein Bild aufgebaut hat. In den Medien, als unsere Soldaten da zu Tausenden letzten Endes waren, da gab es in den Medien immer nur diese Zweiteilung des Bildes. Abgesehen von den Soldaten der verschiedenen Nationen in diesem Land gab es da nur 2 Bevölkerungsgruppen. Ja, da gab es auf der einen Seite die Opiumbauern, die beseelt von der eigenen Saat nackt durchs Mohnfeld hüpfen. Rechts Mohnkuchen, links das Mohnbrötchen. Hey. Ja, und auf der anderen Seite dann natürlich die bösen, bösen Terroristen. Ja, Taliban, Al-Qaida, AOK, wie sie alle heißen. Ja. Die jeden Morgen mit dem Satz auf den Lippen aus dem Haus gehen, jeden Tag eine gute Attentat. Und da muss man mal einfach eins sagen. Was ich diesen Terroristen tatsächlich richtig, richtig übel nehme, das ist eigentlich nur eines. Die machen dort jede Menge Scheiß. Aber mal ehrlich, wie oft war der Gauk in Afghanistan? Wie oft der Westerwelle damals? Ja, so Gutenberg war auch da, der Messier war auch da, die Merkel, die von der Leyen. Aber wenn du mal einen Anschlag brauchst, weißt du, kriegt auch dieser Satz, immer trifft's die Falschen. Kleine, ganz andere Bedeutung. Ja. Aber nur mal so viel dazu. Ich weiß nicht, wo stehen wir denn jetzt zeitlich? Hat mal einer auf die Uhr geguckt? Also ich nicht. Ernsthaft? Ich weiß nicht, wie spät es ist. Wie spät haben wir es denn? 10:30. Also habe ich jetzt noch 10 Minuten. Mach mal. Muss ich ja jetzt weitermachen. Ach, verdammt mich. Okay. Ja, dann lese ich euch jetzt mal eine kleine Geschichte vor. Meine Damen und Herren, ihr wisst ja, ich bin mit dem Zug hergekommen. Und deswegen ist es eine Geschichte, die mir naheliegt. Ich habe das in mein Tagebuch eingetragen. Ist nichts zum Lachen. Liebes Tagebuch, ich wollte weg aus Chemnitz. Ja, aus Chemnitz fährt man gern mal weg. Auch mit dem Zug, mit dem Rad, mit dem Auto, ganz egal, Hauptsache weg. Aber das mit dem Zug, das ist ja nicht ganz ohne. Da muss man vorsichtig sein. Liebes Tagebuch, ich erinnere mich an meine letzte Zugfahrt. Ja. Keine GDL, der Zug war pünktlich und ich saß auch nirgendwo fest. Nein, mein Erlebnis und meine Sorge lag viel tiefer als die profane Verspätung, tiefer als das Dahindämmern und ausgeräubert werden an einem gottverlassenen Bahnhof in tiefster sächsischer oder sächsisch-anhaltinischer Provinz. Oh nein, liebes Tagebuch, denn wisse, wann immer ich eine Toilette in einem Regionalexpress oder einem IC der Deutschen Bahn benutze, habe ich eine ganz profunde Verlustangst. Ich bin ja recht groß und breit und besitze nicht die Gewandtheit eines kleinen, drahtigen Menschen. Folglich muss ich jede Bewegung, Hose zu, Jacke wieder drüber, immer so halb über der Kloschüssel ausführen. Dann stelle ich mir manchmal vor, wie ich mit meinen noch leicht brackhandspülwassernassen Händen nach meinem Verlobungsring greife, den ich immer in der linken Hosentasche mit mir führe, wenn ich auf Toilette gehe, weil ich es hasse, wenn ich Seife darunter bekomme. Da stelle ich mir vor, wie er mir beim Herausziehen entgleitet, der Ring. Naja, so viel zur Jugendfreiheit. Und auch ein beherzter Griff mit der rechten, nach dem Ring, selbigen nicht daran hindert, auf den kleinen Stahldeckelverschluss der Toilette zu fallen.
Genau. Diese kleine, dünne Platte, die jetzt alles ist, was meinen Ring vom Rohrsystem dieser deutschen Bahntoilette trennt. Panik. Befällt mich. Und dann passiert es. Neigetechnik. Wir legen uns in eine Kurve. Diese zwingt mich dazu, einer an und für sich meiner Anatomie widersprechenden Drehung, diese zu verführen. Ich versuche Halt zu finden, möchte mich an der Wand abstützen und erwische dabei den Spültaster. Mein zukünftiges Eheglück erfährt ein Zischen der Hydraulik. Es gurgelt, die Platte klappt weg. Und da geht er dahin. Mein Ring. Der eine Ring. Mein Schatz. Liegt jetzt in der Scheiße und Pisse und zwischen Damenbindern. Und ich sehe mich bereits an der Endhaltestelle. Das klingt wie Bordsteinschwalbe. Die Endhaltestelle. Und ich sehe mich bereits an der Endhaltestelle den Schaffner bestechen, um halb körperversenkt in einem Kübel voll Fäkalien zu stehen. Eine gigantische Campingtoilette im Zugformat. Angesichts meiner klammen finanziellen Situation überfliege ich auf meinem Smartphone den Wikipedia-Artikel zu Bordtoiletten, um mir dies zu ersparen. Grässlich, was ich lesen muss. Grässlich, was meinem Ring in einem solch geschlossenen Toilettensystem zustoßen kann. Die größeren Bestandteile werden darin mechanisch zurückgehalten. Naja, ich flenne den Schaffner an und frage ihn, ob er eine Vorstellung davon hat, wie es aussieht, wenn man als Mann von einer Frau gesteinigt wird. Ob er als mein Waffenbruder im Geiste, als mein Geschlechtsgenosse die Scham nachvollziehen könne. Die Schaffnerin die sich mir als solche nur durch ihre Stimme zu erkennen gibt, lächelt nur amüsiert, verweist mich aber immer breiter grinsend auf das Alter des Zuges. Auf meine Frage hin, warum sie mir das denn jetzt sage, erläutert sie mir, dass dieser Zug so alt sei, dass er noch ein sogenanntes Fallrohrsystem besitze. Also anders gesagt, dass er ein rollender Scheißesprengler ist. Leute mit Gärten an Bahngleisen wissen, was ich meine. Und es dämmert mir. Ich stürze hoch vom Sitz, reiße an der nächstgelegenen Notbremse mit aller Kraft, schmeiße mich gegen die Tür und nachdem der Zug zum Halt gekommen ist, tobe ich auf dem Gleis davon. Ich kann auch hören, wie die Schaffnerin lacht. Ich habe in Mathematik und Physik wirklich richtig schlecht aufgepasst. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kilometer ich bei welcher Stundenkilometerzahl zurückgelegt habe. Ich weiß nur, wenn ich jetzt nie anhalte, springt mir die Pumpe aus dem Kasten und ich erleide einen unfreiwilligen Schienensuizid. Deswegen halte ich an und schaue mich um. Und was sehe ich? Eine typische Bahnstrecke Mitteldeutschlands. Halb hohe Hügel, kleine Wäldchen, da ein Rinnsal, sonst nichts zu sehen. Da es bereits dämmert, sehe ich meine Chancen auf mein Retten meiner künftigen Ehe dahinschwinden. Vor meinem geistigen Auge rauschen eine imaginäre Scheidung vorbei, natürlich nach einer ebenso imaginären Hochzeit. Ich kriege den eingebildeten Hund, sie unsere eingebildeten Kinder und ich muss ausziehen aus dem Traumhaus. Während ich bereits meinen Geist nach mir bekannten Scheidungsanwälten durchforste, um meinem künftigen Drachen von Ex-Frau Paroli bieten zu können, nun glaubt mir, das kommt. In diesem depressiven Stadium reißt mich eine Stimme wach. Sie reißt mich aus meinem Stadium und fordert mich zu etwas auf. Und ich kann das gar nicht richtig verstehen. Die Stimme ist so rau und ungeschliffen. Aber ich rekonstruiere sowas wie, meinen dämlichen Arsch endlich vom Gleis zu schaffen, sonst würde ich richtig eine vertachtelt kriegen.
drehe mich um und urplötzlich steht er vor mir. Ein heroischer Hühne herkulischer Herkunft. Hannes. Hannes. Ein Riese. Zwei Köpfe größer als ich. Und Hannes ist Gleisarbeiter. Ein Solist der Zugstrecke. Verstört ob seiner plötzlichen, mir jedoch engelsgleichen Erscheinung, klage ich ihm mein Leid. Er knurrt unartikuliert, aber verständig und klopft mir mit einer solchen Bärenpranke auf meine Schulter, dass die Erschütterung meiner Kniegelenke noch meine Urahnen in ihren Gräbern spüren müssen. Ja, Hannes ist wahrlich stark. Er könnte Züge mit Muskelkraft stoppen oder ziehen. Aber er ist allein unterwegs. Vielleicht ist dieser sehr große Mann in Warnweste nicht teamfähig. Vielleicht bedeuten der Handwagen mit Reinigungsmittel und Sandstrahler, eine ja profane Aufgabe für einen solchen Mann, eine Art Disziplinarmaßnahme. Aber ich vermute insgeheim, er soll verzogene Bahnschienen von Hand wieder gerade ziehen. Und das ist kein Job für zwei. Die Sonne ist untergegangen und ich stehe im Halbdunkel mit Hannes zwischen den beiden Gleisstrecken auf Höhe eines Streckensignals. Davon rot beschienen scheint meine Verzweiflung durch mein Gesicht zu irrlichtern, als es zusehends zu dunkel für das ungeübte Auge wird, auf dem Gleisbett noch irgendetwas zu erkennen. Hannes sieht das. Hannes brummt mir etwas zu. Ich spüre instinktiv, dass es heißen soll, dass er mir helfen will. Er greift in seine Hosentasche, öffnet seine gigantische Pranke und zum Vorschein kommt ein Schatz, ein glitzerndes Konglomerat aus Bijou Brigitte, Juwelier Christ und Brüsseler Rohdiamanten. Hannes hält mir ein unwahrscheinliches Vermögen entgegen und obenauf, ich kann es trotz tränengeschwängerter Augen ganz deutlich erkennen, mein Verlobungsring. Und es klebt nur ganz wenig Enterm Inhaltsstoff daran. Liebes Tagebuch, mein Held Hannes hat mir eines gezeigt. Scheiße hinter sich zu lassen, ist ganz einfach. Aber es ist verdammt schwer, in die Scheiße reinzugreifen und was Gutes rauszuholen. Danke. Ich werde jetzt ganz bewusst überziehen, weil ich noch eine sehr, sehr ernste Frage habe. Wirklich. Muss ich jetzt einfach mal los. Okay, Moment. Das ist, glaube ich, auch etwas, worüber jeder von euch mal wirklich nachdenken sollte. Habt ihr schon eure Geschenke zusammen? Ja, ihr lacht. Mal ernsthaft. Ist doch jetzt kurz nach Pfingsten. Wisst ihr, was es in meiner Familie heißt? Das heißt, dass in spätestens 3-4 Wochen irgendeiner angekleckert kommt und mich fragt, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Oder meine noch beliebtere Frage, sag mal, wo treffen wir uns eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten? Und da muss ich mal gleich sagen, auch im Juni. Also zu mir können wir, nee. Nee, also ich meine das ist gar nicht böse, aber da ist doch meine Wohnung viel zu klein. Und da könntet ihr höchstens, also jetzt nicht alle, ein paar von den Damen, aber, also das höchstens auf dem Flur, auf der Luftmatratze, und das geht auch nicht. Zu meiner Schwester können wir auch nicht. Die hat Katzen. Ja, das ist insofern blöd, weil sie nirgendwo hinfährt, wo sie ihre Katzen nicht mitnehmen kann. Ja. Wir können deswegen allerdings auch nicht zu meinen Eltern. Ist insofern blöd. Ja, meine Mutter hat nämlich eine Katzenhaarallergie. Ja. Was machen wir also? Genau. Wir treffen uns in der goldenen Mitte. Wir treffen uns bei Oma. Hm. Das ist wirklich ideal. Weil das liegt für uns alle geografisch in der Mitte. Da kommen wir alle gut hin. Ja. Und meine Schwester, die kann ihre Katzen mitnehmen. Weil die kommen dann einfach in Opas altes Zimmer.
Da riecht es dann gleich wie früher. Und alle sind zufrieden. Na komm, wie riecht denn so ein Opa? Riecht doch immer irgendwie ein bisschen nach Kohlsuppe oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist aber einfach, das ist eigentlich die ideale Lösung. Weil bei meiner Oma sind wir einfach alle sehr gern. Ich finde das immer total schön. Meine Oma ist so eine, mit der kann ich über alles reden. Das ist super. Gut, wenn wir miteinander reden, liegt sie meistens auf der Couch, weil sie nicht mehr so fit ist. Ganz schlimm, also sie hat so eine beginnende Osteoporose, dazu dann noch so eine sehr ausgeprägte Hüftgelenksdysplasie. Ja, das ist sonst das, was Schäferhunde kriegen, das stimmt schon. Ja. Aber ist doch deswegen trotzdem nicht schön. Ich meine, das wünscht man ja nicht mal seinen Nachbarn, ja, mal ganz ehrlich. Ich meine, früher war das auch noch anders. Früher, da war meine Oma noch ziemlich fit. Also wirklich, da hat sie sogar den Opa auch immer noch geschoben. Ja, kann man auch sagen, der Opa hat ihr in den letzten Jahren doch noch ein bisschen Halt gegeben. Aber sie macht auch was draus. Und das finde ich das Schöne. Meine Oma hat immer noch Energie. Ja. Trotz ihres Gesundheitszustandes, ja, macht sie Spielenachmittag zweimal in der Woche mit ihren Freunden. Ja. Dienstagnachmittag spielen sie immer Stadt, Land, Name, Fluss. Krankheit, Todesursache. Ich habe gehört, das soll sich im Alter auch ganz anders spielen. Und Donnerstagnachmittag spielen sie immer Geriatrie-Poker. Kennt das jemand, Geriatrie-Poker? Also total schönes Spiel. Es setzen sich einfach alle zusammen an einen Tisch und erzählen sich jeweils ihre lebenslange Krankheitsgeschichte. Ja. Und am Ende gewinnt der oder diejenige mit dem höchsten subjektiven Leidensdruck. Also das sind dann so Sachen wie, meine Nierensteine, nee, die hab ich nicht wegmachen lassen. Die hab ich jetzt seit 14 Jahren. Die haben jetzt 22 Karat. Die sind jetzt voll auskristallisiert. Naja, man soll mit warmen Nierchen geben, solange es geht. Ja, und so muss man sich das dann vorstellen. Und meine Oma gewinnt aber meistens, weil sie eben wirklich nicht mehr ganz gesundheitlich auf der Höhe ist. Das finde ich, also ist irgendwie schön. Sie macht noch was draus. Ne? Aber ich schweife ja ab, ich wollte eigentlich das mit Weihnachten. Also meine Oma, zu Weihnachten wird das echt schwierig mit der. Weil was passiert denn mit so einer Oma, wenn die merkt, die Weihnachtszeit ist ran? Wann geht die Weihnachtszeit los? Ende August, genau. Ist wirklich so. Letztes Jahr, Ende August, stand der Spekulatius schon bei uns im Rewe. Hab schon natürlich klar erstmal eine Packung gekauft. Aber was passiert denn mit so einer Oma, wenn die auf Weihnachten getrimmt ist? Was passiert dann? Die kocht. Die kocht. Und kocht und kocht und kocht. Die hört überhaupt nicht mehr auf. Meine Oma, die kocht derartig viel. Ich habe manchmal das Gefühl, die will das gesamte Erzgebirge über den Winter bringen. Ja, da denkst du manchmal schon, vielleicht hat ihr nie irgendwer gesagt, dass der Russe doch nicht kommt. Das sind Mengen, das geht gar nicht. Das ist, vor allem, es ist auch immer dasselbe. Ich weiß nicht, was bei euch Weihnachtstraditionsessen ist, aber bei uns ist das immer Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Also, ich esse das durchaus. Ich mag das sogar. Nur nicht so, wie es Oma macht. Ja, weil du feigst. Hast du das mal gegessen? Die Mayonnaise, die da dran ist, also der Fettanteil, ich sag mal so, der Körperfettanteil bei Sigmar Gabriel ist geringer. Und das sind Mengen. Kennt ihr noch diese Plastewannen von früher? Ja? Meine Mutter hat mich in so einem Ding früher immer noch gebadet. Bis 12. Und das muss ein Bild sein. Ja, gut. Und ich habe mich jahrelang gewundert, wo das Ding eigentlich hin ist. Und dann steht das Heiligabend auf dem Esstisch, rappelvoll mit Kartoffelsalat. Daneben so eine 2 Meter Etagere aus Edelstahl, randvoll mit allen Varianten von Wiener Würstchen. Und dann kommt von der Oma immer dieser Satz, Junge, isst doch. Du kannst doch. Du hast doch lange Seiten. Lange Seiten. Ich weiß nicht, ist das ein Begriff? Ist ein Begriff, okay. Da wusste ich jetzt wirklich nicht, ist das jetzt sächsische Reinkultur? Ja. Ich sage dann immer zu ihr, Oma, ja, ich habe die langen Seiten, aber die wölben sich schon nach außen. Irgendwann kommt meine Oma dann doch zu der Einsicht, dass das nahende Erbrechen der Enkelkinder vielleicht doch nicht so gewünscht ist. Dann sind meine Schwester und ich wirklich rappelvoll, es geht nichts mehr rein und zu dem Zeitpunkt müssen wir sofort das Zimmer verlassen. Ja, meine Schwester und ich, beide Mitte 30, aber wir müssen das Wohnzimmer verlassen, das ist ja gleich Bescherung. Nee, dass wir noch das Christkind sehen.
oder Satan. Bin mir dabei meiner Oma manchmal nicht so sicher. Aber die Bescherung, mal ganz ehrlich, und das kann man auch einfach im Juni sagen, die Bescherung ist letzten Endes nicht das Geschenke abgreifen, nicht dieses Geschenke geile, aber der Moment der Bescherung, wenn da was unterm Baum liegt und man sich darauf freuen kann, das ist einfach ein wirklich schönes, warmes, familiäres Gefühl. Das finde ich toll. Ja? Und vor allem, ich hoffe ja jedes Jahr darauf, dass ich auch mal das geschenkt bekomme, was ich mir tatsächlich gewünscht habe. Das ist kein Spaß. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist eine ernste Sache. Das fing ganz früh bei mir an. Ich habe mir mit fünf habe ich mir so einen richtig schönen minzgrünen Roller gewünscht. Den habe ich dann mit 8 bekommen. Da konnte ich schon längst Fahrrad fahren. Mit 8 war Playmobil angesagt. Das habe ich mit 12 bekommen, als Lego Technik interessant war. Also mit zwölf wollte ich ja eigentlich einen Gameboy haben. So einen Gameboy. Ich meine, den wollten wir glaube ich alle mit 12. Den habe ich aber bekommen. Den habe ich bekommen mit 16. Aber so schön im rosa Hello Kitty Design, ne? Alter, warst du der Hit auf dem Schulhof, ganz ehrlich, ja. Wobei, wenn ich das jetzt so, das wirkt jetzt vielleicht, ganz ehrlich, was so Geschenke und Familie angeht, es wirkt wahrscheinlich ein bisschen undankbar, ne? Nee, also so ist es gar nicht gemeint. Nee, so ist es nicht gemeint, es ist nur einfach so, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist auch der Grund, warum ich mit euch darüber reden muss, meine Familie ist einfach weihnachtsgeschädigt. Also da haben wir alle einen Hack weg. Ist tatsächlich so. Und da möchte ich euch nur davor bewahren. Vielleicht kennt ihr das aber sogar. Vielleicht kennt ihr dieses eine Weihnachtsfest. Und bei uns war das 1992. War dieses eine Weihnachtsfest, zu dem wir lauter Zeug geschenkt bekommen haben, das wir wirklich nicht haben wollten. Kennt ihr das? So Sachen, die man einfach nicht will. Das ist zum Beispiel, haben wir gehört, besonders liebende Ehepaare, die schenken sich gegenseitig einen Wecker. Oder man kriegt dieses total miese Buch wirklich jetzt ein drittes Mal nacheinander geschenkt. Ja? Und bei uns, da war dieses verhasste Geschenk Mancherie. Und der Erste, der jetzt sagt, lecker. Lecker am Arsch. Dieses Zeug. Ich bin sonst wirklich nicht religiös, aber ich bin fest davon überzeugt, das Zeug, das hat der Teufel gemacht. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Das ist wirklich, das geht gar nicht. So widerlich, das Schokolade und Alkohol, das gehört einfach nicht zusammen. Und wir haben dieses Zeug in so rauen Mengen geschenkt bekommen. Der aufsummierte Alkoholgehalt, ja. Also mal ganz ehrlich, der war so hoch. Dagegen ist ja jedes gut besuchte Fußballspiel ein kaffeekränzender anonymer Alkoholiker. Ganz ehrlich, es ist nicht mehr feierlich gewesen. Ich fand das so schlimm. Und vor allem, man muss ja auch einfach mal wissen, wie viel dann doch jedes Jahr von diesem Zeug gegessen wird. Habt ihr das mal nachgeguckt? Die Zahl stimmt. Die Zahl stimmt wirklich. Von diesem Zeug, von Mancherie, werden jedes Jahr 130 Millionen Kilogramm gegessen. Das sind 130.000 Tonnen Mancherie. Das sind 2 Flugzeugträger. Und vor allem, wer darf denn das eigentlich alles nicht essen? Das Zeug, das ist ja erst ab 18 erlaubt, weil das ja so ein Weinbrandzeug ist, ne? Ist erst ab 18 erlaubt. Das heißt, Alkoholiker dürfen das nicht essen. Kinder dürfen das nicht essen. Muslime dürfen das nicht essen. Herz- und Diabeteskranke dürfen das nicht essen. Dazu muss man aber wissen, in Deutschland leben rund 1,3 Millionen Menschen mit Alkoholismus, rund 10 Millionen Kinder, 16,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund und seit Pegida sind das ja alles Muslime. So, und in Zukunft wird die Hälfte aller Deutschen, also rund 40 Millionen, mal an Herz- und Diabetes sterben. Das macht in Summe rund 70 Millionen in Deutschland, die das Zeug überhaupt nicht essen dürfen. Aber das heißt doch, bei den verbleibenden 10 Millionen in Deutschland
liegen 130.000 Tonnen Moncherie in der Bude rum. Und das sind 13 Kilo pro Person. Und wer darf denn das in einer normalen, vierköpfigen Familie wieder nicht essen? Vati säuft. Die beiden Kinder dürfen es ohne essen. Also muss es die Mutti fressen. Und die ist so blöd und macht es auch noch. Also, 4x13, Mutti frisst zu Weihnachten 52 Kilogramm Moncherie. Und wenn ihr wisst, was in diesem Zeug drin ist, diese Halbbitterschokolade, der Likörmist und dann reine Piemontkirsche, dann wisst ihr auch, Mutti, nee, Mutti siehst du die nächsten 3 Tage zu Weihnachten nicht mehr. Mutti hockt auf der Toilette und versucht die 52 Kilo wieder loszuwerden. Mutti hockt das ganze Weihnachtsfest auf dem Knetbunker und da kommt die auch nicht mehr runter. Und das heißt, die kann uns zu Weihnachten auch gar nichts zu essen machen. Ja, und was ist? Wir müssen noch was essen. Ach, Oma kommt, Oma kocht Kartoffelsalat. Und deswegen, ich sag euch eins. Jahre der Therapie sind für mich regelmäßig im Spätsommer im Arsch. Wenn es im Fernsehen wieder heißt, die Sommerpause ist vorbei, es gibt wieder Moncherie. Und deswegen, ich bitte euch beherzigt eins. Denkt daran, jeder Geistesgestörte, jeder Wahnsinnige, jeder Verrückte, der es wagen sollte, euch, zu welchem Anlass auch immer, Moncherie zu schenken. Ein solcher Mensch, der kann keine guten Absichten haben. Ja, schmecken lassen.